Boing! Gewünscht. War das Bock? Nö. Geht. Geht. Ich bin, ja. Ist der letzte Part anwesend. Ist der letzte Part? Ist eigentlich noch high, Rigi? Nee, eigentlich. Ist noch für high zu sein? Nee, mich jetzt besser. Der zieht schon wieder die Schuhe nicht mehr aus. Der zieht schon wieder die Schuhe nicht mehr aus. Im Bett haben die Schuhe aus zu sein, Rigi. Das geht so nicht. Okay. Weil ich das, da gar kein Freund von bin, ne? Aber trotzdem. Ich glaube, ich werde heute grillen. Ich hab Bock auf Grillen. Ach, guck mal, ah ja, du hast da Essen. Ja, ne, McDonald's, ne? Hab ich ja schon gesagt. McDonald's. Ja. McCrispy, Coleslaw, da. Siehst du hier? Mal die Frage, was dabei? Was dabei, ne? Ja. Was dabei? 40er Nuggets. Nee, Nuggets und so. Ich hab ja schon Chicken. Ich bin so einer, ne? Ich kann zum einen Chicken haben. Jetzt hat er das durch Cooper rausgefunden. Oh, shit. Das ist ja witzig. Das war ja reines Glück. Oh, shit. Ja, aber wenn ich schon einen Burger mit Chicken habe, brauche ich auch auf jeden Fall danach einen mit Fleisch, mit richtigem, mit Rind. Ich esse Fleisch, Abwechslung. Vor Abwechslung. Vor Abwechslung. Niemals Gemüse. Aber ich kann den Royal TS kann ich schon nicht mehr sehen. Den Big Mac mag ich nicht mehr. McRib, ja, ist okay, aber gibt mir auch nicht so das, was ich brauche. Der Royal Käse ist auch irgendwie nicht so das, worauf ich Bock habe. Schwierig, ne? Ist so schwierig. Ich weiß ja gar nicht, ob sich was lohnt für mich heute was zu essen. Und ich weiß ja nicht, wie ich jetzt reagiere. Ach, Junge. Das wirkt nicht nach der ersten Spritze so krank. Glaube ich auch nicht. Das nur. Vor allen Dingen, du isst ja trotzdem. Du isst ja nicht mehr nichts auf einmal. Du isst ja nicht mit ohne Essen dann aus dem Haus die ganze Zeit. Schön wär's. Ob sich das lohnt für mich. Ich habe eine Spritze genommen. Ich esse doch jetzt die nächste Woche nichts mehr. Na, gucken wir mal, ne? Schauen wir mal, was wird. Ach, an die Stelle erinnere ich mich. Hier bin ich so oft runtergefallen, ne? Oh nein. Nein, die Hände! Die Hand, da kommt die Hand, da kommt eine Hand. Okay, das hab ich diesmal gehört. Mein Hass reagiert. Ich erinnere mich, hier habe ich so. Hier hat sich damals das Race entschieden, sag ich nur. Aha. Das weiß ich noch. Aber zu Unrecht, weil das ist nicht so schwer. Doch wegen ihm hier. Der ist so leicht. Ja, ich würde sagen, bring dich um. Halbes Herz, ne? Nee, ja, okay. Hast recht. Das war Absicht, ne? Absicht, er wollte sich umbringen. Ach, Fee hat er ja noch. Deswegen wollte ich weitergehen. Eigentlich wollte ich mich aufheilen bei denen und hoffen, dass, ne? Dass gut wird. Naja. Manchmal, es kommt immer alles anders und zweitens, wie man denkt, ne? Ja. Das wohl war, mein geliebter Wollo. Leider, 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 leider. Hätte ja auch nie gedacht, dass wir so lange für Zelda brauchen, ne? Ist ja auch, das ist auch anders gekommen, wie ich dachte. Ja, weil, Wollo, ich verstehe nicht, dass du nur wunderst. Ich kann das Spiel nicht. Ich mag das Spiel nicht. Oder nee, aber durch. Also, der Wassertemper hat mich jetzt wirklich überrascht, dass es so lange gedauert hat. Das war. Hätte ich niemals gedacht. Ich hätte da vier Videos vielleicht. Hätte ich gedacht. Der wird auch nochmal 20 jetzt hier. Nein. Nein, da lasse ich nicht zu. Ich tutorial dich da ein bisschen durch. Also, ich gebe dir die Richtung ein bisschen vor, okay? Okay. Wie du es dann machst, findest du selber raus, aber die grundsätzliche Richtung gebe ich dir vor. Nee, mir wäre es lieber, wenn du mir einfach durchbackst, das hier. Hier durch, nicht. Jetzt, geradeaus. Nicht da, nein, die andere Richtung. Andere Richtung. Aber mit den Hoverboots. Nein, einfach spring einfach, Ricky. Trau mir. Okay. Okidi-dokidi. Wir kriegen das hin. Ich denke schon. Ohne, dass das hier ein Kampf wird. Zusammen sind wir den stark. Den Wüstentempel, den darfst du dich dann, den darfst du dann wieder selber machen. Aber das hier, das machen wir zusammen. Als Freunde. Als Freunde. Wir könnten ja mal eine Multiplayer-Modi machen. Wozu? Um Multiplayer zu spielen. Together als Freunde. Wusstest du, dass ich nicht gerne Multiplayer-Sachen spiele? Ja, aber weißt du, ob ich tatsächlich mal wieder Lust hätte? Was mir damals sehr viel Spaß gemacht hat mit euch? Was denn? Five Force Heroes. Ich hatte Spaß. Oh mein Gott.
Aber das Gute ist, das geht gar nicht, das geht gar nicht, das geht Gott sei Dank gar nicht mehr. Denn letzte Woche wurden die Server abgeschaltet. Glück gehabt. Ja, stimmt. Schwein gehabt. Scheiße, man hätte vorher noch mal sein 3DS homebrewen sollen, wa? Kannst du ja immer noch machen. Ja, das stimmt. Es gibt ja irgendwie jetzt dieses Pretendo, ne? Also man kann theoretisch, aber ich will halt wirklich nicht. Da sind noch drin. Was an der Wand habe ich gesehen. Ja, ja. Wand. Das meine ich nicht. Hier? Ja, da. Guck mal, leuchten auf. Ich muss erst alle besiegen, oder? Vielleicht. Das andere scheint hier nicht zu sein, ne? Ich sollte geh doch einfach ran und visieren an. Ja, ich sollte vielleicht die ganzen Pfeile nicht verschwenden. Kavems, Männer, Alter. Jawoll. Jawoll. Haben wir mal Kavems jetzt hier. Ich weiß nicht, was für ein Dialekt das war. Ich entschuldige mich für Leute, was ich bitte. Ich fühle mich in meinem norddeutschen Dialekt beleidigt. Du Mitteldeutscher, ne? Bist ruhig. Warum hier war ein Rubin drin? Ja, aber guck mal auf die Karte. Guck mal auf deine Minimap. Ah, oh. Der Tempel fordert alles. Man muss nur auf alles achten. Na, guck mal. Ein Bundle. Für? Ist das nur für eine Skulptur? Ich mir fast nicht vorstellen. Aber gut, dann ist es so, ne? Dann ist das wohl so. Und dann ist meine Schuld. Dann hätten wir hier gar nicht hingemusst. Du brauchst hier nichts sprengen. Hier ist nichts. Okay. Brauchst auch nichts mehr nachgucken. Heb die Magie wieder auf. Nur nicht das, hier ist nichts. So. Mein Fehler. Aber gut, wir sind da wenigstens lang gegangen. Sonst würden wir uns ewig fragen. Hätten wir da lang gemusst. Das stimmt. Brauchst du nicht, kannst einfach gehen. Spar dir die Magie, du hast nicht so viel. Ich hab trotzdem deswegen Angst. Brauchst du nicht, die sind da. Ja, was ich nicht sehe, ist nicht da. Oh mein Gott. Also mach ich's auch immer, ne? Wenn ich meine Briefe nicht aufmache. Dann können sie mir nichts tun, die Briefe. Das ist einfach das System. Jetzt sterb doch mal. Theoretisch brauchst du dich mit dem gar nicht anlegen. Ne? Hab ich auch gerade gedacht. Ich kann nicht einfach gehen, ne? Kann einfach theoretisch weggehen. Allerdings, boah, hast du jetzt ein Glück gehabt. Ich hätte mir nur gesagt, zieh dir mal ruhig die Hoverboots an. Ja, okay. Dann. Ja, zieh die mal jetzt an, ne? Vielleicht rennen die dich ja noch, ne? Vielleicht fliegen die dich wieder hoch. Ja. Wer weiß. Schade. Nee, tun sie nicht. Geschmeidig, ne? Ja. Als wären die hierfür vorgesehen. Jetzt rennst du einfach. Wird mal geguckt. Zieh ich die vielleicht wieder aus? Das wäre süß von dir. Damit Wolle sich nicht ärgert. Ne? Aua. Hier wurden damals die roten Münzen erfunden bei Zelda. Für Mario. Nee. Nein, komm. Yoshi's Island war vorher. Wollte ich jetzt sagen, Yoshi's Island. Wo ist? Wo haben diese Filus den letzten nur versteckt? Schweine. Kriminell Schweine, ihr seid! Schwindelbude! Ja, kommt ja bei der neuen Folge, hast du gesehen? Live? On Stream? Blocky macht Gaming-Quiz wieder. Das ist für mich nicht die offizielle Schwindelbude, sag ich dir, wie es ist. Das ist in South Park kam das vor euch schon. Deswegen glaube ich immer noch, dass ihr das aus South Park habt. Ich tatsächlich nicht, ne. In South Park gibt es eine Folge, wo die auf dem Kirmes sind und dann wenn da was ist, ist immer Schwindelbude, Schwindelbude! Okay. Nee, das ist das. Also davon habe ich es tatsächlich nicht. Okay. Aber. Kann sein, dass jeder dachte, dass ich das davon habe, ne? Ja, dachte ich.
So, das hätte ich mir erstmal das Ding hier vom Live. Wenn ich was vielleicht genau positioniere, kriege ich vielleicht sogar beide gefickt, ne? Also was Schönes am Randomizer, da geht das dreimal so schnell mit dem... Warum? Mit dem Schieben. Warum? Haben die gebessert. Achso. Ja, haben die gebessert, weil es besser ist. Warum spiele ich nicht in Randomizer? Weil es da keine Dungeon Rush Mod gibt. Boah, Ricky durch den Ocarina of Time Randomizer schicken, Leute. Warum muss ich immer durch Scheiße geschickt werden? Naja, weil ich das easy schaffe und das langweilig wäre. Und du struggles, das wäre witzig. Nee. Nee. Nee, das wäre nicht witzig. Dass du immer nichts witzig findest, was tatsächlich offensichtlich witzig ist. Das ist nur für dich witzig. Nur du nee. Bist so ein ekliger Mensch. 700 Zuschauer sagen was anderes. Nee, wobei, das stimmt nicht. Warte mal. Der letzte Part hat auch schon die neuen. Der ist auch kurz vor der 1000. 1000 Zuschauer sehen, sie sehen das wie ich. Nee. Es sind alle dumm. So. Muss jetzt auch mal gesagt werden, Leute. Es tut mir leid. Kann ich mir den hoch zu den Ratten? So, das erste Mal, dass mir auffällt, dass da so Ratten sind. Habe ich noch nie gesehen. Noch nie. Okay, wie komme ich da hoch? Tja, was könnte... Wir brauchen wahrscheinlich den Stein hier drüben, aber... Ich wollte gerade sagen, hätte man bloß so einen Stein, den man hochklettern könnte eventuell. Ja, aber den komme ich ja nicht hoch. Wie? Komme ich denn hoch? Nee, wenn du damit nicht hochkommst, dann macht das ja keinen Sinn. Nee, ich probiere es jetzt einfach mal. Ich ging davon aus, weil ich ja nicht hochklettern kann, theoretisch. Bin ich vielleicht hochklettern, wenn ich ihn hier... Ja, klar, okay, jetzt habe ich natürlich hier vor. Vielleicht macht diese kleine Kante was aus. Oh ja, guck mal, klein. Achso, klein, okay. Ich dachte, der springt automatisch. Achso, ich dachte, ich muss da rüberspringen, aber das ist ja... Das ist ja kein, ich dachte, der geht komplett durch. Jetzt ist alles gut, Ricky. Jetzt ist alles gut. Du bist da, wo du hingehörst. Jetzt geht alles wie von selbst. Keine Sorge. Ja? Stell ich mich gut an? Ja, denke ich. Ich rechne es zurück. So gut doch. Das muss ich da auch. Achso, kann ich da vorbei. Okay. Kommst du wieder zurück? Climb. So gut war's denn doch nicht. Ich spiel's aber fotorealistisch, ne? Ist es, ne? Ist krank. Ich weiß gar nicht, ob du da gerade langläufst oder Link. Kann ich überhaupt nicht sagen. Das ist so eine komische Kopfform. Macht der Hut. So, okay. Ich glaube, in Wahrheit hast du das. Link nicht, er hat eine gesunde Kopfform. Leute, findet ihr meine Kopfform ungesund? Schreibt es in die Kommentare. Ja, safe. Was war hier? Da war der Stein. Da war der Stein, okay. Ja, ich würde sagen, hier wieder raus. Wenn wir einen kleinen Schlüssel bekommen, wir wieder raus, ne? Mhm. Frage ist, wo können wir den kleinen Schlüssel einsetzen, Digga? Ob es hier wohl noch Wege gibt? Da gibt es noch mehr als genug Wege, da drüben. Ah, ja, okay. I see. Das heißt, da lang. Okay. Alter. Wollte ich gar nicht. Bewegt sich der auch? Nee. Den nur der zweite bewegt sich. Ich hole mir mal zu sicher die Schuhe. Ja, das ist okay. Dann komm her. Ich jetzt mal nicht. Uppala. Boah. Junge, Ricky, boah, hast du wieder geschafft, ja, hast, ey. Ja, geleistet, ey. Oh, okay. Oh nein, Leute, Augen und Ohren zu halten. Jetzt wird's krawanig hier. Oh Gott, Poltergeist, Witz dagegen. Oh. So. Oh, der andere ist immer noch kaputt. Alter! Wie läuft. Ein Gott! Ja, dann muss ich natürlich noch die Dinger noch sammeln jetzt. Und... Aua. Ja, so viele Rupies hier kriege, ne? Wenn man jetzt noch gute Sachen kriegen würde, ne? Ja. Yes. Ich glaube, es ist zu weit weg.
Leute, ich muss mich entschuldigen. Ich bin ein bisschen unpässlich heute, weil ich hab so kranken Dünnschiss heute. Und es ist wieder diese Lava-Version davon, ne? Es ist so, als wenn ich ein Vulkan bin. Das kam aus dem Nichts das gerade. Das tut so weh. Ja, weil ich die ganze Zeit schon so... Ich bin halt ein bisschen grämelig, ruhig, sag ich mal. Ist ne? ja okay, das kann, man kann nicht immer gut drauf sein. Aber es ist wirklich, also es ist wild. Wie komme ich da? Ganz übrigens, beides gleichzeitig benutzen. Wie? Ja, die Dings und das. Die Dings und das? Ja, so, den Enterhaken noch zusätzlich. Stark. Bringt okay. mir ja nichts. Also, ja, genau. Aber das gab dir einen Hinweis, dass das vielleicht was bringen könnte. Ah. Oh. Ist nicht mehr da. Ach, doch. Kommt. Mann, hab ich ein Schwein, dass es doch irgendwie noch geglitscht hat, das Game. So. Oh ja, okay. Wollte gerade fragen, wo ist das, aber ich hab's gefunden. Ihhh. Ihhh, Totenkopf. Ist dir aufgefallen, dass die meisten Wände in dem Tempel aus Totenköpfen bestehen? Nein, das du bist lauter Skelette. Nein. Weißt du, was das ist? Der Topf der Gier. Pot of Greed. Der erlaubt dir, zwei Karten aus deinem Deck zu ziehen. Ja, siehst du das nicht? Guck mal von da hinten wirklich genau an. Die Wand. Da rechts. Da über links kommt. Das ist schon ein bisschen Pot of Greed. Das meine ich aber auch gar nicht. Ach aber so. Ja, hast recht. Aber es gab Wände, die sind straight up nur so Totenköpfe. So diese roten Wände. Ich frage mich, ob ich hier eine Bombe brauche. Wahrscheinlich muss ich auf den Kopf werfen, ne? Ja, okay, da reinwerfen. Captain offensichtlich. Diese sind aber auch schwer. Unschaffbar. Was ich viel gruseliger finde, ist tatsächlich die Tatsache, dass du immer noch überlegen musst, wie du das Schwert ziehst. Das finde ich ein bisschen gruselig, dass man immer wieder merkt, der sieht einen Gegner kommen und dann dauert es ein bisschen, bis er dann den Knopf wieder gefunden hat, um das Schwert zu ziehen. Was jetzt wieder? Wo war das Schwert nochmal? Nee, ich weiß, wo das Schwert ist. Ich zieh's einfach noch nicht, weil ich mir denke, brauche ich nicht, weil ich ausweichen kann oder so. Egal, wir gehen jetzt hier rein. Oh, ein Schlüssel. Nicht schlecht. Ich muss wahrscheinlich hier wieder alle töten, ne? Richtig. Deswegen wäre es schön, wenn du das Schwert gezogen hast. Ja, so ist das jetzt, Ricky, ne? Wir kämpfen uns hier jetzt durch die langweiligen Tempel. Ich muss auch sagen, der Tempel ist langweilig. Den finde ich wirklich langweilig. Ist vielleicht auch der schlechteste Tempel im ganzen Spiel. Gibst du bitte? Ich versuch's. Nein, du doch nicht. Ausnahmsweise möchte ich, dass du überlebst. Immer muss er überleben. Oh, weitere 2 Jahre quasi. Okay. So, wir haben einen Schlüssel bekommen. Das bedeutet, wir können da oben hin. So, hier sind wieder die Schuhe. Und dann, meine Lieben, würde ich sagen, dass wir wollen unseren Lavaschiss alleine gleich. Bruder, ich hab keinen Bock mehr da drauf, ne? Das ist jedes Mal Qual. Kommt nur so ein paar Tropfen, aber die brennen wie Lava. Das ist so schlimm. Ich komm noch nicht hoch. Ja, vielleicht ist das auch nicht die Lösung, wie du es gerade machst. Okay. Noch deutlicher konnte ich nicht werden. Also. Aber Ricky ist leider wahnsinnig. Der versucht immer das Gleiche wieder, so lange bis... Und erwartet dann, dass es gleich klappt. Siehst du doch mit diesem Kanal hier. Oh. Gut, was sich hinter dieser Tür verbirgt, sehen wir im nächsten Part von The Legend of Zelda Ocarina of Time Dungeon Rush. Wollo, du hast Feierabend. Gott sei Dank. Ciao. Ciao.